Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Pathologic. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Ich habe mir die zwei Wochen sozusagen freigenommen. Ich kann da nicht drauf. Bin ich überhaupt? Ich habe mir sozusagen die zwei Wochen freigenommen wegen den Freitagsstress und dann habe ich mich noch erkältet. Deshalb kann nichts. Verdammt. Ich kann nicht einfach. Okay. Was wollte ich sagen? Ich hoffe, ihr seid ins gute. Gut ins neue Jahr gerutscht und hattet schöne Weihnachten. Hä, wie sind wir reingekommen? Ich glaube genau so. Egal. Ja. Wir sollen jetzt zu Marias Haus gehen. Kommen wir nicht rein, weil wir kein Medikament dafür haben. Aber wir müssen irgendwie da rauskommen. Okay. Wir sind rausgekommen ohne Probleme. Gut. Aha. Wie sehen eigentlich unsere Werte aus? Eigentlich gut. Hunger und Erschöpfung sind niedrig, sehr gut. Gesundheit dafür fast voll. Okay, dann klatschen wir das mal. Schwarzes Gebiet. So. Gut. Gutes Zeug. Okay, das Fleisch kann ich noch nicht mitnehmen. Aber ich kann es einfach. Ich kann es einfach nicht mitnehmen. Das ist die Ratte. Ja, die Ratte ist hinter uns her. Diese Scheißratte. Speichern. Nur um sicher zu gehen. Noch mehr Ratten. So, und dort. So, ich glaube, das war keine gute Idee, aber wir kriegen wieder ein bisschen Geld. Oh, und wir sind. Haben wir gerade Kinder weinen gehört? Ich habe aber niemanden umgebracht. Kinder! Okay, die haut ab wegen der Ratte, nehme ich mal an, oder? Weil die Ratte mich angreift. Verdammt. Gut. Sagt die hier irgendetwas? Nee. Immer wieder das Gleiche. Okay. So.
Oh, sehr gut. Die Frau da kann uns gleich helfen. Warum läuft sie weg? Okay. Die Waffe haben wir nicht davor, oder? Nein. So, wegpacken. Wir müssen zu Maria und Maria ist in diesem Haus da. Schon? Hm. Egal, wir schauen uns kurz das hier an. Hm. Nicht ganz das, was ich erhofft habe. Aber gut. Ich hatte gehofft, wir finden mehr. Und die Ratten sind einfach nur nervig. So, rein mit uns. So, speichern und... Wunder. Was geschah auf dem knochenstählen Brachland? Dies ist ein Zeichen. Noch was? Nein, gut. Eigentlich müssten Sie heute gar nicht kommen. Ich bin in Wahrheit eine Marionette. Was für eine Marionette? Maria, antworten Sie mir, Maria. Sie wissen, dass ich Ihnen gegenüber immer gerecht gewesen bin, ja? Nein, Sie sind eine wirklich schöne Frau. Maria? Hätte nicht kommen sollen. Sie schauen scheinbar, aber können mich nicht sehen. Ist... Egal. Unsere Launen sind unberechenbarer als die Launen des Schicksals. Okay, Maria, antworten Sie mir, Maria, Sie wissen bla. Das weiß ich, Daniel. Sie sind ein ehrenwerter Mann. Maria, sagen Sie mir, waren Sie immer ehrlich zu mir, Maria? Wie oft will er Maria noch sagen? Er muss zu Georgie. Warum ist seine Tür verschlossen? Wir waren nicht bei ihm. Woher sollen wir das wissen? Egal, Maria, sagen Sie mir, waren Sie immer ehrlich zu mir? Sie sind der Einzige, zu dem ich immer ehrlich gewesen bin, Daniel. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir uns unter so seltsamen Umständen trafen und so wenig Zeit miteinander verbracht haben. Sie sind der Einzige, zu dem ich immer fair gewesen bin und fair sein werde. Daniel, ich möchte Sie nicht belügen. Sagen Sie mir, Maria, stimmt es, dass Simon am Leben ist? Oh, hier. Nicht so ganz. Das ist alles sehr komplex, aber Sie werden es niemals glauben. Schade, dass Sie unsere Familie in dieser schrecklichen Zeit erleben. Jetzt ist keiner von uns der, der er wirklich ist. Hoffentlich sprachen Sie noch nicht mit... Miss, hoffentlich sprachen Sie noch nicht mit... Waren Sie noch nicht im rechten Flügel? Dort, wo mein Vater früher gelebt hat? Vater früher? Hä? Egal. Was ist mit Ihnen los, Maria? Sie gleichen einer Schlafwandlerin und sehen aus wie Katharina. Okay, ich will Sie nicht beleidigen. Was ist los? Das ist der Mystizismus. Ich kann Ihnen nur sagen, dass Sie uns glauben müssen. Wenn Sie uns jetzt verlassen und sich den Siegern anschließen möchten, dann sollten Sie lieber gehen, auch wenn wir sterben. Was reden Sie denn da? Katharina bereitet einen Angriff auf Sie vor. Sie wird den angeblichen Mord an Simon als Grund vorgeben, dass ihre Familie hinter diese Seuche steckt. Wirklich? Davon weiß ich gar nichts. Was reden Sie denn da? Ah, hier. Unsere Familie wird sich
dem Stellen. Wir werden angegriffen. Wir und niemand sonst sind die Opfer. Sie werden später alles verstehen. Katharina hat es bereits verstanden. Darum tobt sie so. Sie hat keine Macht mehr. Sie hat ihre Macht jemandem gegeben. Nicht Clara, nicht. Und Katharina will sich übrigens bei der Inquisitorin Rat holen. Wir tragen gegenüber unserer Stadt keine Schuld. Niemand hat je so viel für die Leute getan wie wir. Geben Sie mir ein wenig Zeit, um aufzuwachen. Dann werde ich Ihnen alles erklären. Ich muss es jetzt wissen. Die Anschuldigungen gegen Ihre Familie sind viel zu ernst. Wir vertrauen Ihnen. Aber werden Sie die, die Ihren Untergang wollen, es ebenfalls glauben? Ich sag das mal hier. In Ordnung. Rennen Sie mit meinem Vater. Aber seien Sie nicht allzu überrascht und stellen Sie keine unnötigen Fragen. Er ist nicht so ganz bei Sinnen. Aber er kann Ihnen einen guten Rat geben. Gut, das mache ich. Haben Sie unterwegs etwas Seltsames gesehen? Nein. Aber du bist eine schöne Frau. Das ist korrekt. Aber der Rest wirkt fast so, als wäre sie. Georgie. Okay. Wir können also hier nicht mehr rein, weil die Tür verschlossen ist. Irgend so etwas hat sie gesagt. Wie spät ist es? 10 Uhr morgens. Oh. Okay, der wurde schneller getötet, als wir die Waffe zücken konnten. Gut, dann auf zu Victor. Victor Kane. So, mein lieber Victor. Der Kadaver auf dem Brachland ist eine Provokation. Das gilt nicht uns. Aber wer konnte so etwas tun? Was? Welcher Kadaver? Welche Provokation? Egal. Das Bewusstsein ist noch nicht völlig zu mir zurückgekehrt. Ich kann mich kaum vorstellen, wie viel sich inzwischen verändert haben muss. Ich muss Ihnen eine Frage stellen. Was ist mit Ihnen? Sie reden völlig anders als sonst. Verstehe, er sollte sie jetzt in Ruhe wohl lieber nicht stören. Es ist leichter, Weisheit in den Angelegenheiten anderer zu beweisen, als in seinen eigenen. Kann gut möglich sein. Frage stellen. Haben wir gespeichert? Ja, ich glaube ja. Fragen Sie. Ich werde so gut es geht antworten. Wissen Sie, warum die Phänomene immer in Rätsel sprechen? Ich habe mir diese Frage auch schon gestellt. Tatsächlich waren Gleichnisse unnötig, damit ich meine Visionen verstehen konnte. Jetzt kenne ich die Antwort. Ihr Bewusstsein ist unvollständig. Stimmt es, dass Simon Kane am Leben ist? Was verstehen Sie unter einem Leben? Seltsam, wissen Sie, ich habe diese Frage in meiner Karriere so oft beantwortet. Und jetzt weiß ich nicht, was ich Ihnen sagen soll. Das Leben umfasst jeglichen Zustand eines Menschen, der sich vom Tod unterscheidet. Oh. Was sollen wir nehmen? Nehmen wir hier, Tod unterscheiden. Wissen Sie, was das Gedächtnis für uns ist? Ich glaube schon, im Allgemeinen. Nicht wirklich. Das Gedächtnis ist das kleinste Partikel einer Person, das schon immer zwischen ihr und allem, was nicht sie ist, existiert hat. Einige sind in der Lage, diese Partikel zu sammeln. Solange ein Mensch sie bei sich behalten kann, stirbt er nicht. Er bleibt hier, aber seine Seele ist frei. Die Seele fliegt dorthin, wo sie sein sollte.
Jetzt verstehe ich. Ach, wirklich? Ich nicht? Ich habe keine Ahnung, was der Typ da meint. Warum fragen Sie mich denn nach Simon? Katharina war aufgebracht. Sie ist sich sicher, dass Simon in den Hörnern ist. Er will wissen, wo Simon Kane jetzt ist. Ah, sagen wir Katharina. Ach so. Sagen Sie mir, hat Katharina nur über Simon gesprochen? Nur über ihn? Und Sie sagten, dass sie aufgebracht war? Hat sie nicht in den Hörnern wirklich die Anwesenheit einer anderen Person bemerkt? Soweit der bloße Gedanke daran, dieses Mädchen schon in Aufregung versetzen würde? Nein, nur über Simon. Was sagen Sie? Nein, nur über Simon. Das wäre eine unnötige Frage, glaube ich. Wir sollen ja keine unnötigen Fragen stellen. Sie wollten also die Wahrheit über Simon wissen? Sie werden sie erfahren. Die Wahrheit ist, dass Georgie Kane nicht so sehr am Herzen lag, wie seinem Bruder ein ewiges Leben zu verschaffen, dass er jetzt selbst gänzlich Simons an Gedenken verschrieben hat. Er ist voll mit Erinnerungen an ihn. Und das hat Katharina gesehen, aber sie ist in ihren Visionen sehr nachlässig. Ich glaube, ich beginne langsam zu verstehen. Ernsthaft, echt nicht? Wenn Katharina beginnt, Gerüchte über Simons Rückkehr zu verbreiten, sagen sie ihnen, dass Georgie verrückt geworden ist. Er glaubt, er wäre Simon und Katharina spürt diese Schwingungen. Reden Sie mit Georgie. Er soll Ihnen seine Zustimmung erteilen, damit Sie ihn als verrückt ausgeben können. Was? Er soll den Bruder fragen, ob es in Ordnung ist, dass ich ihn als verrückt bezeichne. Okay. Und wenn er zustimmt, soll ich allen sagen, dass er verrückt ist? Ja. Ich denke, das war eine unnötige Frage, aber scheiß drauf. Ja. Gehen Sie zu ihm. Die Unterhaltung mit ihm wird Ihnen die Augen öffnen. Sie sind ja ein guter Beobachter. Helfen Sie uns. Diese Gerüchte sind zu lästig und weigern Sie sich nicht, Geld anzunehmen. Das ist gut, um besonders weite Mäuler zu stopfen. Was? Ich werde mich nicht weigern, ich höre die Worte der Person, die zum Herrscher bestimmt ist, dass mir ein doppeltes Vermögen, da diese Autorität in keiner Verbindung zu mir steht. Sie wissen wirklich nicht, wie viel es sich geändert hat. Der Preis, um weite Mäuler zu stopfen, ist inzwischen drastisch gestiegen. Na, was soll's? 7000. Chimäre, Torheit der Kains. Hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Der Schatten der Torheit lag auf allem, was ich in den Hörnern gesehen habe. Victor wollte mich glauben machen, dass Georgie verrückt geworden ist. Aber welche Verrückte bittet darum, für verrückt gehalten zu werden? Nein, das ist etwas anderes. Aber was? Ja, das ist eine Frage, die man sich stellt. Okay, wir sollen jetzt zu Georgie rübergehen. Und schon tot. Aber interessant, das ist ja direkt. Aber jetzt kommen wir rein. Interessant. Wir speichern kurz. Mein Herz tut weh. Ja. Ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.